Uns hat die Frage erreicht, wie haltbar diese Wildo-Faltbecher, die wir schon seit vielen, vielen Jahren im Einsatz haben, im Sortiment haben, ob die, wenn man die zum Beispiel in ein Bug-Out-Bag gibt oder in einen anderen Rucksack, so als Fire-and-Forget-Lösung, ob sich dieser Kunststoff, der da drin ist, irgendwie verklebt und so. Und die Frage mag ich ganz einfach beantworten. Es ist so, ich besitze diese Teile hier seit vielen, vielen Jahren in zig Ausführungen in meinen Rucksäcken. Die liegen herum, wir verwenden die bei den Survival Trainings, entweder in grün oder in orange. Also ich kenne die seit vielen, vielen Jahren, über 10 Jahre schon, ganz locker. Und ich habe noch keines finden können, bei mir zumindest ist das noch nie passiert, dass irgendetwas klebrig wurde. Weißt du, es gibt ja Kunststoffe, da lässt man... Ich weiß nicht, zum Beispiel ein Tarp. Oder mir ist das auch schon passiert bei diesen Ponchos. Ja, Poncho, genau. Bei den Ponchos ist mir das passiert. Ich habe den in einem Rucksack liegen lassen und dann nach, weiß ich nicht, 10 Jahren, ich sage jetzt irgendeine Hauszahl, aber schon länger, ist das aneinander klebt. Das war klumpert, hat man wegwerfen können. Und das passiert immer wieder mal, ist mir schon häufiger passiert. Oder bei einem Schwimmbecken, wir hatten so ein Babyplanschbecken und da war ja, wir hatten ein Babyplanschbecken für unsere ersten zwei und 10 Jahre später hat es uns jetzt noch einmal erwischt. Und wir haben uns gedacht, na, holen wir das Babyplanschbecken raus, zusammengeklebt. Das ist mir bei diesen Wildo-Teilen made in Schweden definitiv noch nie passiert und ich habe da gar. Ganz sicher nicht. Das bedeutet nicht, dass es vielleicht nicht in 30 Jahren passiert, in 40 Jahren passiert. Das kann ich da nicht sagen. Aber in den letzten 10 Jahren ist nichts passiert. Vielleicht gibt es irgendeine Zutat oder eine Zutat in diesem Kunststoffcocktail, der dafür sorgt, dass das nicht passiert. Beziehungsweise andersrum, wenn ich irgendwelche Weichmacher, ich nenne das jetzt mal so, ich bin da echt kein Experte, vielleicht kann jemand einen Kommentar gerne unten schreiben, dabei habe. Zum Beispiel bei diesem Poncho, das ist ja weich. Und diese Schwimmbecken, die sind ja auch weich. Vielleicht liegt es daran, das könnte sein. Ich weiß nicht, vielleicht. Und da das ja doch starrer ist, vielleicht liegt es daran. Ich kann nur Folgendes sagen. Ich habe das ja eh schon einmal in einem anderen Video gesagt, dass ich diese Teile als absolutes Must-Have, als Muss ansehe in einem Survival Kit in einem Bug-Out-Bag oder sonst irgendetwas. Denn Behälter sind ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich mir das improvisieren muss, wenn ich mir einen Behälter aus natürlichen Materialien improvisieren muss, was durchaus geht, dann ist es sehr energie- und zeitaufwendig. Und diese Zeit und diese Energie habe ich vielleicht nicht. Und daher, das wiegt nichts, kostet fast nichts. Und das mit dem Verkleben, wie gesagt, in dem Zustand nämlich, das war die Frage, wenn er eingeklappt ist, ob dann diese Teile hier aneinander ankleben. Ich kann dir nur sagen, ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Wir haben die seit es unseren Shop gibt. Ja, das war ein Teil, das beim Anfang von unserem Shop schon mit dabei war. Und ich kann dir sagen, ich hatte noch nie, und die haben wir 100, ich weiß nicht, wie viele es waren, es ist auch wurscht. Ich hatte noch nie eine Beschwerde, wir hatten noch nie eine Reklamation zu dem Ding allgemein. Weder in Orange noch in Grün, kommt darauf an, ob du ja getan sein willst oder gesehen werden willst. Also am Berg würde ich die jetzt empfehlen. Und es ist auch so, wenn die jetzt verloren gehen, also die sieht man. Und das kann auch schon mal verloren gehen. Ist mir auch schon passiert. Großartig. Gut. Und weil ich jetzt schon bei einem Frage-Antwort-Video bin, vielleicht kommt auch diese Frage mal und die möchte ich ganz einfach abfedern. Kochen kann man drin nicht. Also das wird es nicht spielen. Das würde ich nicht tun. Ich meine natürlich im Lagerfeuer, das könnte man mal probieren. Wasser reingeben und das Wasser kühlt ja das ist bei einer BT-Flasche genauso. Ich weiß nicht, das schaut nachher sicherlich nicht mehr, das kannst du einmal machen, das schaut nachher sicherlich nicht mehr so cool aus und es gibt ein kleines Thema, hier an der Stelle, da wo eben diese Falte ist zum Zusammenklappen, da sehe ich durch, das siehst du jetzt bei der Kamera fix nicht, aber wenn du das Teil, billige Eigenwerbung gibt es natürlich bei mir im Shop, kaufen magst, dann wirst du das auf jeden Fall sehen, auch bei dem Orange ist es nicht so gut sichtbar wie hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Teil hier, durch einmal Kochen im Lagerfeuer so spröde wird, dass das dann einfach nicht mehr gut funktioniert. Also das würde ich nicht tun. Das ist nicht, du kannst heißes, kochendes Wasser da einfüllen, das stört überhaupt nicht. Machen wir mit Tee und mit Kaffee und Chaga-Tee habe ich mir vor kurzem jetzt gemacht bei einem Überlebenstraining, genau in so einem Becher. Das mit kochendem Wasser übergossen ist überhaupt kein Problem. No problem, aber ist nicht unbedingt zum Kochen da. Und da muss ich da auch sagen, wenn ich so in eine Survival-Situation komme, dass ich mein Wasser abkochen muss und ich kann das nur ein einziges Mal da drinnen machen, dann
muss da was improvisieren, da muss dann etwas wissen. Da gibt es Bücher bei mir im Shop, aber soll an einer anderen Stelle mal sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Teile sind genial. Kauf sie dir bei mir oder woanders, vollkommen wurscht. Die können jedes Survival-Kit zusammenkleben. Ist mir in meinen 10 Jahren, wo ich mit denen hantiere, noch nie kein einziges Mal passiert. Und daher kannst auch du entspannt sein. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mir bitte einen Kommentar, wenn du dich mit Kunststoffen auskennst und BPA-frei und bla bla bla. Schreib uns da, warum die nicht zusammenkleben. Das wäre großartig, da mag ich mich bedanken. Link in meinen Shop kriegst du auch. Abo da lassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Dann rein raus, wenn es hat mir gefallen. Und ciao, ciao.